Beginnen Sie. Ich ziehe mal ein Kärtchen, ja? Jawohl. So. Denken Sie noch in den Kategorien Ost und West. Und warum? Ich zwinge mich nicht in den Kategorien von Ost und West zu denken, aber ich habe das Gefühl, dass das bei mir auch noch ein bisschen drin ist. Warum? Ich kenne halt die Hälfte meines Lebens oder noch länger gab es diese, ja, ungefähr die Hälfte meines Lebens, gab es halt diese Trennung. Ich selbst bin Offizierssohn, durfte früher nie in die DDR, durfte auch nicht, als mein Vater schon pensioniert war, in die DDR. Deshalb ist da noch eine ganz besondere Grenze. Für mich war immer die Grenze optisch die Bundesstraße in der Nähe von Tann in der Rhön, mhm, wo so mitten auf der Gass, sagen wir Frankfurter, mitten auf der Gass die Grenze war. Und so ganz aus meinem Kopf ist das noch nicht raus. Okay. Das ist so ähnlich wie eben mit dem getrennt. Jetzt kommt es andersrum. Empfinden Sie Deutschland als geeint? Ich schon. Ich komme ja sozusagen aus Westdeutschland, westdeutsche Perspektive. Ich empfinde Deutschland als geeint. Ich kann mich frei bewegen. Ich kann von A nach B fahren, egal wo in Deutschland. Allerdings ist das natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und wenn man jetzt nochmal die Ostdeutschen fragt, ob sie sich denn auch als Gesamtdeutsche fühlen, dann antworten leider immer noch nur 41% der Ostdeutschen, dass sie sich als Teil eines gesamten Deutschlands empfinden. Das hat natürlich vielfältige Gründe. Mangelnde Repräsentation, Lohnunterschiede in Ost und West. Gut, nächste Frage. Was ist Ihre schönste Anekdote im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung? Also meine schönste Anekdote ist vielleicht das falsche Wort schön. Ich hatte zweimal oder dreimal die Ehre gehabt, in der deutschen Botschaft in Prag zu sein und auf diesem Balkon zu stehen. Und da kriege ich immer noch irgendwie belegte Stimme. Dieser Genscher dort, den werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war rührend, das war Geschichte schreibend und die Menschen, boah, einfach geil. Das klingt emotional, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich war da zwar noch flüssig, kann man so sagen, aber was mich natürlich total bewegt, und ich habe da jetzt auch einige Bücher drüber gelesen, passionierte Metal-Fan, Heavy Metal, das ist so meine Subkultur, und das war ja in der DDR auch nicht so einfach, weil da durften natürlich die Platten aus Großbritannien von Iron Maiden oder so oder aus den USA oder Westdeutschland nicht verkauft werden, sodass sich da eine ganz eigene kleine Subkultur gebildet hat, die auch sehr rebellisch war. Und mit der Wiedervereinigung haben wir jetzt wirklich eine sehr, sehr lebendige, große, vielfältige Metal-Szene in Ost und West, und wir tauschen uns auch sehr rege aus. Machen wir noch eine. Wenn Sie eine Prognose abgeben dürfen, wie wird das Ost-West-Verhältnis in 10 Jahren sein? Wünsche ich viel Spaß. Na, ich glaube, man kann ja 2 Szenarien so ein bisschen jetzt mal in einem Schwarz-Weiß-Denken oder verkürzt darstellen. Ja? Also ein positives Szenario wäre jetzt aus meiner Perspektive, es wird eine anständige Strukturpolitik auch in Ostdeutschland betrieben. Es wird endlich eine anständige Repräsentanz von auch Ostdeutschen in Gesamtdeutschland in wichtigen Führungsstellen geben. Und die Armut in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland, wird abgebaut, sodass wir auch sozial ein geeintes Land sein können. Negative Prognose würde ich jetzt mal sozusagen bildhaft darstellen. Komplett abgehängte Regionen in den USA, wo wir merken, was passiert, wenn eben ganze Regionen sozial, infrastrukturell eben abgehängt werden. Letztere, die Befürchtung habe ich nicht so sehr, da die Flächen viel zu klein sind. Ich ziehe noch mal eine. Wenn Sie die Zeit der Wiedervereinigung in einem Wort beschreiben würden. Geil. Rührend, Tränen in den Augen. Ja. Und Sie? Wie gesagt, ich war noch flüssig, aber das, was ich jetzt so in den Erzählungen auch von Verwandten und so bekomme, ist es natürlich revolutionär. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche etwas. Ciao, ciao. Ciao.